Guten Morgen, es ist Mittwoch und ich habe noch nicht wirklich einen Plan, aber wir starten jetzt einfach mal frisch, fröhlich in den Tag. So, ich bin gerade wieder zu Hause und gehe jetzt gleich mit den Hunden spazieren. Und was ich richtig, richtig cool finde, ist, dass ich dabei ein neues Hörbuch hören kann. Ich glaube, ich hatte euch letzte Woche von meinen Hörbüchern erzählt, aber ich habe letzte Woche ja zusammengeschnitten und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht da drin ist. Ich hatte ein Hörbuch gehört, was mich ein bisschen enttäuscht hat, beziehungsweise zwei, die Chroniken von Narnia Teil 4 und 5. Und die gekürzte Fassung ist als Hörbuch irgendwie nicht so cool. Und wahrscheinlich war das so eine Filmadaption, Hörbuchversion. Und das hat mir nicht besonders gut gefallen, obwohl ich die Chroniken von Narnia sehr gerne mag. Und dann wollte ich eigentlich als nächstes den zweiten Teil von den Tributen von Panem hören, lade mir den aber nicht über Audible, über das ich eigentlich alle meine anderen Hörbücher lade, sondern ich habe von einer Bekannten erfahren, von Lisas bester Freundin, dass sie das Hörbuch hat. Und deswegen muss ich mir das nicht runterladen, sondern bekomme das von ihr. Deswegen habe ich aber vorgestern nach einem anderen Hörbuch für mich geschaut, damit ich mir die Zeit vertreiben kann, und habe was gefunden. Und zwar Bernard Cornwell, Der Winterkönig. Und zwar, upsala, und zwar ist das eine, im Prinzip eine Version der Sage. Aber wer die romantischen Fassungen der Artus-Sagen mag oder sich vorstellt oder hören oder lesen möchte, der ist damit nicht bedient. Es ist bestimmt keine romantische Auffassung mit Feen und hübschen Prinzessinnen und hast du nicht gesehen, sondern ich finde eine eher realistischere Version des Ganzen und gefällt mir bislang sehr gut. Ich habe jetzt etwas über eine Stunde gehört, ich glaube eine Stunde 40, sogar fast schon zwei Stunden. Das Buch ist 24 Stunden lang insgesamt ungefähr. Was ich ziemlich cool finde, es ist sehr viel Hörvergnügen, der Leser ist gut und es macht Spaß. Ich freue mich und das werde ich jetzt hören. Ist es zu fassen, nachdem ich gestern, ihr werdet jetzt so lachen, also eigentlich ist es wirklich zum Lachen, es ist, anders kann man es nicht mehr sagen. Nachdem ich gestern das groß getönt habe, dass das Internet wieder funktioniert, ich sehe schon, ich habe hier so ein Gerät in der Hand, hat Lisa gestern Abend versucht zu telefonieren und dann war das Internet wieder weg. Und ich bin fast zusammengebrochen. Also habe ich alles wieder aus und wieder eingestöpselt, dann ging das Internet wieder. Und weil ja der Techniker Freitag gesagt hatte, dass der alte Splitter, den wir hatten, nicht mehr richtig zwischen Internet und Telefon unterscheiden konnte und deshalb ständig das Internet ausfiel, habe ich mir gedacht, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut, weil eigentlich haben wir ja einen neuen. Und heute Morgen hat mich mein Sachbearbeiter von meinem neuen Versandunternehmen angerufen, weil wir was besprechen wollten und ich konnte nicht ins Internet. Also war klar, das liegt definitiv daran. Und dann habe ich jetzt nochmal bei unserer Telefongesellschaft angerufen und habe den Auftrag bekommen, mit dem Splitter, mit dem neuen Splitter, zum Laden zu fahren und den auszutauschen gegen einen anderen neuen. In der Hoffnung, dass wir danach wieder telefonieren und ins Internet können. Das ist der Nachteil daran, dass wir quasi in alte ISDN-Zeiten zurückversetzt sind, in denen man nur das eine oder das andere tun konnte, ist, dass das Internet danach nicht wieder angeht. Wenn ich telefoniert habe, kann ich mich blau warten und muss halt den Router und das Modem wieder ausstöpseln und einstöpseln und warten, bis sich alles wieder eingefunden hat und dann kann ich wieder ins Internet. Wenn jetzt dreimal am Tag das Telefon klingelt, ist das eine ziemlich doofe Geschichte. Ja. Also schwinge ich mich jetzt aufs Rad und tausche diesen kleinen Freund hier um und schaue, dass es dann wieder funktioniert. Und wenn das nicht so ist, dann werde ich, glaube ich, langsam richtig, richtig grantig.
So, ich bin wieder da. Jetzt haben wir schon 10:30. Der halbe Tag ist schon wieder rum. Neuer Splitter ist da. Schauen wir mal gerade. Sogar mit einem sehr kurzen Kabel. Das gibt nichts, das weiß ich jetzt schon. Das heißt, ich muss wieder umbauen. Ach, und da sind sogar so Dinger drin, um das Ganze an der Wand festzumachen. Wir sind gespannt. Das alte Kabel war so lang bis hier vorne hin. Und das neue ist noch nicht mal 1 Meter lang. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das hinkriegen soll, dass das dann passt. Von der Länge der anderen Kabel her. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktionieren soll. Nein! Es geht schon wieder nicht. Ist das zu fassen? Das ist doch nicht zu glauben, oder? Ich habe gerade aufgelegt und jetzt geht schon wieder nicht. Ich bin entnervt. Das Ding ist, ich hatte das alles jetzt mit dem alten Kabel verwendet, dem langen Kabel, weil, wie gesagt, das andere Kabel, was bei dem Splitter war, so kurz ist. Und ich überlege jetzt, das kurze Kabel zu verwenden, aber ich habe dann echt ein Problem. Weil von dem Splitter, der da unten liegt, das Kabel zum Telefon und zum Router und so weiter hier drüben geht. Und das ist nun mal nur so kurz, dass das gerade bis hierhin läuft. Und eigentlich möchte ich das Telefon nicht da hinten in der Ecke unterm Hochbett stehen haben. Und den Router und das Modem eigentlich auch nicht. Vor allem, weil da keine Steckdose ist. Aber mir wird nicht viel anderes übrig bleiben, als das jetzt alles auszuprobieren. Das arme kleine Modem blinkt sich jetzt schon seit 3 Minuten in Wolf. Ob das wohl noch was gibt? Ich habe alles umgebaut, da ist das kürzere Kabel dran und alles umgeschlossen. Sitze jetzt unterm Hochbett und warte darauf, dass das Internet wieder geht. Heul. So, das Internet läuft. Ich habe mich selber angerufen und das Internet läuft trotzdem noch. Drückt mir die Daumen, dass das so bleibt. Ha, ich freue mich. Auf jeden Fall läuft es jetzt gerade. Ich bin mal gespannt, wenn jemand anruft, ob sich das dann ändert. Aber im Moment läuft's. Huch, irgendwie ist der Nachmittag an mir vorbeigezogen und ich habe euch gar nicht daran teilhaben lassen. Tut mir leid. Aber jetzt ist es abends und die Kinder sind im Bett. Und wir werden, glaube ich, auch früh ins Bett gehen. Aber ich dachte, ich sage euch noch gute Nacht und zeige euch, womit ich meinen Nachmittag verbracht habe. Nämlich heute noch Wolle ausgewaschen, die ich gestern gefärbt habe. Und hier hängen nun die neuen Schönheiten. Und interessant, ich weiß gar nicht, ob man die Farben so schön sehen kann. Die seht ihr aber übermorgen im Shop. Zumindest ein Großteil davon. Ein paar sind reserviert. Und morgen kommt noch eine Kundin rein, die noch nach Weihnachtsgeschenken suchen wollte. Also schauen wir mal, was da noch übrig bleibt. Nein, es wird noch einiges übrig bleiben. Im Schrank ist ja auch noch was. Und das kommt dann alles übermorgen in den Shop. Ihr seht, ich bin schon müde und werde jetzt gleich ins Bett gehen und wünsche euch eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bye, bye!